Damals waren sie unsere Helden, glänzten durch Originalität am Synthie-Pop-Himmel. Heaven 17. Heute sind sie reife Herren, die viel zu erzählen haben. Von sich, von ihren Fans und von sich selbst als Fans. Es war lustig gestern Abend. Es gab da keine Barrieren und ein Typ tippte mir auf den Fuß. Ich sagte, lass das, ich singe. Und er meinte, sag ihm, ich liebe ihn. I love him. Martin Ware, du bist mein Idol. Und ich dachte nur, oh mein Gott, was soll ich tun? Er tauchte später noch mal auf, als wir gerade gehen wollten. Eigentlich war der schon ganz in Ordnung, ein netter Kerl. Aber ein bisschen beängstigend, denn der schrie wirklich bei jedem Lied. Fast schon eine Art Mini-Beatles-Mania. Ja, ganz mini. Okay, Beatles haben sie nicht im Plattenkoffer fürs wöchentliche Tracks Psycho-Vinyl. Dafür aber eine interessante Auswahl ihrer Lieblingsplatten für uns eingepackt. Für mich ist es der elektronische Original-Soundtrack zu Clockwork Orange von Wendy Carlos. Stücke von diesem Album, die nie für den Film genommen wurden. Dieses Album höre ich heute immer noch und es ist immer noch eine Inspiration für mich in Bezug darauf, wie man elektronische Musik arrangiert. Und es hatte einen enormen Einfluss auf mich. Ich liebe immer noch jeden Klang dieser Platte. Meine erste Wahl ist wohl Pyjama-Rama von Roxy Music. Ich war auf dem Weg zur Schule, als einer meiner Freunde aus seinem Zimmer zu mir rief, Glenn, komm und hör dir das mal an, ich habe hier eine neue Platte. Ich bin zu ihm hoch und dachte nur, oh, was ist das? Das ist wie Liebe, ehrlich, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Wir sind dann auch nicht mehr zur Schule. Wir hörten einfach die Platte rauf und runter. Take a sweet girl, just like you. How nice if only we could be like you. I suppose another seminal. Ein anderes wegweisendes Album war Low von David Bowie. Ich weiß noch, dass es in der John Peel Show vorgestellt wurde. John Peel, für die, die es nicht wissen, war ein sehr bekannter, einflussreicher DJ in Großbritannien und er sagte, ich werde das ganze Album ohne Unterbrechung spielen, beide Seiten, denn das ist ein Geniestreich. Für mich war es die perfekte, futuristisch klingende Mischung aus Rock und synthetischer Musik, auch durch Brian Enos Mitwirken. Synthetics with Eno's contribution as well. Das wollte ich sagen. Meine Wahl sind gleich zwei in eins. Die beiden Eno-Alben, Taking Tiger Mountain und Here Come the Warm Jets. Das war nämlich das erste Mal, dass man spürte, man hat sich von Vater und Mutters Einfluss befreit. Denn du brauchtest das nur aufzulegen und sie sagten, verdammt, was zur Hölle ist das denn? Mach diesen Mist aus, wovon singt der überhaupt? Was hat denn der eingeworfen? What's he on about? If it all works out nicely, you'll get the bonus you deserve from doctors we trust. The fat lady of Limburg. Die dicke Frau aus Limburg? Was ist das? Und du wusstest, ja, ich hab's geschafft. Ich hab meinen eigenen Geschmack. Eno hatte großen Einfluss auf uns alle. Ja, absolut. Und Roxy Music sowieso. Und dann Bolan. Und die Jacksons. Und Bootsy Collins. Ich würde noch weiter zurückgehen. Als ich aufwuchs, hörte ich Radio Luxemburg. Machte man ja damals so mit 7, 8 Jahren unter der Bettdecke, damit die Eltern das nicht mitbekamen. Und ich erinnere mich daran, zum ersten Mal Good Vibrations gehört zu haben. Ich liebe heute noch alles, was die Beach Boys jemals gemacht haben. Die erzählten von einer anderen Welt, in der man sein wollte.
Der absolute Gegensatz zu unserem trostlosen Sheffield. Obwohl du geliebt wurdest und in einer glücklichen Familie warst, die Stadt selber war so hoffnungslos zu der Zeit. Und dieser ganze glamouröse amerikanische Lebensstil und die Surfergirls. Aber nicht nur das. Einfach die Schönheit der Arrangements und der harmonische Gesang. Es war schlicht wie eine Ersatzwelt für mich. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's by my. Ich nehme als dritte Aufnahme eines unserer eigenen Stücke, wenn ich darf. Fascist Groove Thing. Wir haben das geschrieben, wir nahmen es sehr wichtig und brachten es als Single raus. Politisch unkorrekt und die Leute sagten, das könnt ihr nicht machen. Und wir taten es erst recht. Your eyes and dance your dance. Yeah. Shake up like she's moving. Shake it, brother. Sisters, we don't need a fascist moving. Brother, sisters, we don't need a fascist moving. Dann blieben wir die ganze Nacht wach und warteten darauf, dass die Musikzeitschriften für Donnerstagmorgen rauskamen. Um die Ersten zu sein, gingen wir zum Bahnhof, wo sie mit dem Zug ankamen, in der Hoffnung, dass vielleicht eine kleine Erwähnung von Fascist Groove Thing und Heaven 17 darin sein würde. Und in NME, Sounds, Melody Maker und Record Mirror war es das Album der Woche. Da waren Fotos von uns und es war einfach nur eine Bestätigung für das, was wir taten und dafür, dass wir es gemeinsam schaffen konnten. Und wir machten weiter. Es war ein fantastisches Gefühl. Take it on and do it. It was an amazing feeling. Yeah.